Schön seid ihr hier. Es hat Platz für Fragen. Es hat alles Platz, was sein soll. Wir können auch einfach still sein. Ja, ich weiß nicht, ist gerade jetzt etwas da, das gesagt werden möchte? Oder gefragt natürlich? Oder alles klar? Können wir einfach in Stille weilen? Erkenne dich selbst. Erkennst du dich selbst? Wer bist du? Gibt es was, was da ist? Also Worte finde ich jetzt gerade nicht, außer dass es jetzt erstmal schön ist, hier zu sein und ich komme erstmal an. Ja, seid ihr jetzt direkt erst angekommen oder schon länger? Ja. Okay. Ja. Ja, sind wir doch einfach einen Moment und schauen, was geschehen möchte. Ihr könnt euch auch einfach so auf euer Sein einlassen. Die einen nehmen so im Herzen einfach so das stille Sein wahr. Denken darf geschehen, einfach ziehen lassen. Alles darf sein. Das stille Wahrnehmen. Kannst du das nehmen? Das Denken zieht. Du bist einfach hier. Ja. Auch wenn das Körpersystem vibrieren würde, einfach geschehen lassen. Es kann nichts passieren. Was wärst du ohne deine Geschichte? Was wärst du ohne deine Geschichte? Könntest du noch ein bisschen lauter reden? Ja, bitte melde dich. Ja. Was wärst du ohne deine Geschichte? Wer bist du? Ist nicht alles ein unpersönliches Geschehen, was dir tagtäglich geschieht? Schau, betrachte. Wie oft ist es einfach so? Und manchmal springt dann jemand oder etwas in dir auf und möchte etwas anders haben. Ja? Wie wäre es einfach dein Sein aus dem Moment einfach zu betrachten und dich nicht mehr zu involvieren? Manchmal geht das, weil das ist schon da alles. Und manchmal geht das nicht. Dann ist es einfach so. Wie wäre es, ist es gut mit der Lautstärke? Ja, danke. Okay. Wie wäre es, wenn einfach niemand mehr, der da in dir ist, etwas anders haben möchte? Wenn Trauer auftaucht oder Wut, Verzweiflung, Ohnmacht, wenn das einfach sein dürfte, ohne eine Geschichte daraus zu machen. Was wäre, wenn du nicht mehr interpretierst, keine Erwartungen mehr hättest, auch keine Erwartungen mehr erfüllen müsstest? Was wäre dann? Was wäre dann? Ja. Friede, gell? Und der ist schon da, schon immer. Schon da. Herzlich willkommen. Hallo. Komm doch näher. Ich komme gerne näher. Gerne. Das ist schon immer da. Ja, manchmal einfach nicht ersichtlich durch die Überlagerungen. Aber du bist das schon. Also es wird nie so sein. Also einer von einer Million, sagen die einen. Die einen sagen einer von tausend.
weiß es nicht genau. Da geschieht es auf einen Tag und alles ist weg. Und er lebt das Leben als Mensch aus dem Moment heraus. Und bei den meisten Menschen geht das Step by Step. Sie werden immer bewusster. Das Bewusstsein ist schon hier. Das durchdringt eigentlich, wenn ich von Form spreche, meine ich Körper, Geist, also Körper-Verstand-System. Durchdringt schon immer das Bewusstsein, aber der Mensch ist sich oft dessen nicht bewusst. Und was ist dann eigentlich diese, wo die einen von Befreiung oder Verwirklichung, Erleuchtung, Erwachen sprechen, ist das nicht das, was dann einfach der Mensch sich dessen bewusst ist, dass alles ein unpersönliches Geschehen ist und er nicht mehr so aufspringt? Gibt es was zu sagen? Nee, es gibt erstmal was zu fühlen. Okay, dann fühl du mal. Ja, komm aber einfach auch rein, wenn okay, mach ich das. Unbedingt, ja. Egal, was passiert. Okay. Auch wenn der Körper irgendwas vibriert oder, okay. Ja. Es gehört alles dazu. Okay. Keine Angst. Aber melde dich, wenn es zu strub wird, ja. Okay. Hoffentlich nicht, aber wenn so, dann ist es auch gut. Okay. Ja, was wären wir dann? Dann sind wir Mensch. Mensch, der aus dem Moment, der sich betrachtet, aus dem Moment geschieht Handlung, aus dem Moment geschieht Sprechen. Die fünf Sinne, also das Sprechen, das Sehen, das Hören, oder das Sehen, das Hören, das Tasten, das Schmecken und das Fühlen, das ist alles sowieso da und der Mensch müsste da nicht mehr immer aufspringen. Er will nichts falsch machen, er müsste Dinge zuerst verändern. Wie wäre es, wenn einfach das Leben so geschehen dürfte, wie es geschieht, und einfach keiner mehr da wäre, der was daran auszusetzen hätte? Was wäre dann? Und schau hin, ist es nicht schon so? Ist es nicht schon auch immer so, dass da keine oder keiner mehr immer was auszusetzen hat am Leben, am Sein, am Geschehen ist, das jetzt gerade geschieht? Was ist, wenn du nur im Moment bist? Gibt es dann eine Vergangenheit oder eine Zukunft? Gibt es im Moment, vielleicht kommen Ängste hoch oder Unsicherheit, Trauer, Wut, was auch immer. Das ist zeitlich, kommt, ist und ist wieder weg. Und was macht der Mensch? Der versucht, das zu halten. Und wenn das aufhört, das Versuchen zu halten wollen oder weghaben zu wollen, zum Beispiel Freude taucht auf, was macht der Mensch? Boah, das will ich behalten, das gefällt mir. Und leider geht das auch wieder, ja. Und dann kommt Wut oder Angst, boah, das möchte ich nicht. Wenn ich wütend bin, dann werde ich verurteilt oder was auch immer, je nach unseren Kindergeschichten, unseren Prägungen. Und auf diese Prägungen wird reagiert. Und wenn wir aufhören zu reagieren, dann ist es einfach ein natürliches Geschehen. Wut kommt, Trauer kommt, Freude kommt. Sie kommt, ist und vergeht. Und das, was bleibt, das bist du. Das, was bleibt, das bist du. Nicht das, was hochkommt und wieder verschwindet. Das bist du nicht. Niemals. Du bist das, was bleibt und was schon immer hier ist. Also das ist, war noch nie weg. Es wurde einfach überlagert durch unsere Konzepte, Prägungen, wie wir in der Kindheit aufgewachsen sind. So wurden wir geprägt. Und was geschieht? Der Mensch, das Bewusstsein durchdringt jede Form, also jeden Menschen. Die einen sind sich schon bewusster und die anderen halt noch nicht so bewusst. Aber das Bewusstsein, die Chance, der Same ist in jedem Gesetz, in jedem Lebewesen. Und ich denke, kein Lebewesen reklamiert, einzig die Menschen. Die Menschen mit ihren Prägungen möchten es anders haben, als es ist, oft. Und wenn das aber gesehen wird, gibt es dann auch keine Vergangenheit mehr und die Zukunft ist auch nicht mehr wichtig. Was geschieht? Schau selber, wenn es keine Zukunft mehr gibt und keine Vergangenheit. Das heißt, natürlich gibt es Vergangenheit und Zukunft, aber es springt niemand mehr rauf. Es muss niemand mal noch, heute am Morgen war jemand hier, diese Frau hat gesagt, mein Seelenplan, ich kann doch nicht meinen Seelenplan leben, aber jetzt im Moment ist einfach so still und ich akzeptiere, so in meine Worte, vielleicht etwas anders, aber diese Worte sind jetzt da. Ich versuche jetzt das zu akzeptieren. Und jetzt kommt meine Frage. Braucht es einen Seelenplan?
Für was? Um Sicherheit? Oder bist du dann irgendwann mal doch noch etwas? Oder bist du jetzt etwas, das wird sich verlieren? Also das heißt, wenn sich das der Mensch definiert hat, ich muss was Besonderes sein oder ich muss was darstellen, ich muss noch meinen Seelenplan erfüllen, ist es dann nicht eine Anhaftung vom Verstand? Ich möchte mal noch gesehen werden, ich möchte endlich mal noch was Besonderes sein und das wird sich verlieren. Und dann bist du da und du bist nur besonders, du bist ein Leuchtturm. Du scheinst, aber es ist dir total egal, ob du leuchtest, weil du hast deinen Frieden. Und alles andere, du bist aus dem Moment, geschieht Handlung oder Nichthandlung. Und es ist alles so präsent, geht so schnell. Und du bist hier, nimmst dich wahr zugleich, wie du hier sitzt. Du hörst zu, du nimmst aber auch die Atmung wahr, du nimmst das Stille wahr in dir, vielleicht Vibration, je nach was gerade läuft in deinem System. Und du bist Mensch. Ja, ja, ich wollte nicht respektlos sein, aber ich würde gerne raus, mich auf die Bank setzen und nicht schlafen. Mach du das. Alles ist offen. Vielen Dank für dein Sein. Schön warst du da. Ja, nein, die Tür ist offen. Kommen und gehen ist erlaubt. Ja, bitte. Und spürt auch auf euch, ja. Wenn es nicht stimmt, bitte. Die Tür ist da, ja. Und nehmt da nur mit, was für euch anklingt, weil sonst wärt ihr irgendwelche Menschen, die irgend alles glauben und dann irgendwo immer wieder neu irgendwo Dinge erlebt, bis ihr dann irgendwann wirklich da seid und merkt, glaube ich jetzt denen oder mir? Und es geht darum, dass du dir glaubst und niemandem sonst. Ja, du kannst rausnehmen, was dir anklingt und den Rest vergiss es einfach. Vergiss es einfach. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur hier, jetzt allgemein im Leben. Ja. Wie oft haben wir uns verloren, weil wir anderen geglaubt haben und meinten, andere wissen es besser. Und wir kommen immer wieder, müssen wieder zurück und merken, ach nein, das war es auch nicht. Und ich hätte so gern jemand, der mir sagt, so läuft's und das musst du und du wirst das nie finden. Weil der Guru, Meister, Lehrer ist in dir. Ja. Du kannst, egal wo du bist, überall hingehen, aber prüfe. Sortiere aus, glaube nie jemandem irgendetwas. Wenn was anklingt, die Wahrheit, meine Erfahrung ist die Wahrheit, die lässt anklingen. Ja. Herzlich willkommen. Komm doch bitte dann näher, dann muss ich nicht so laut sprechen. Die Wahrheit, die klingt an. Und wenn es eine Resonanz hat zur Form oder zu dir, dann nimm das mit, was für dich passt und der Rest weg damit. Weil dann verlierst du dich nicht im Außen, weil das, die Wahrheit ist in dir und die drückt sich durch deine Form aus. Das ist nichts Besonderes oder was anderes als all das. Die kann nicht anders als jetzt scheinbar da sitzen und da sprechen, aber das ist in jedem drin, das ist nichts Besonderes. Ja. Manchmal ist es einfach vielleicht ein bisschen überlagert. Sind wie Vorhänge. Du kannst jetzt da schauen, betrachtest du den Vorhang oder siehst du das dahinter? Ja? Es ist immer eine Frage von der Betrachtung auch. Und manchmal, wenn viele Überlagerungen sind oder es taucht im Leben gerade etwas auf, das vielleicht ein bisschen Schwierigkeiten verursacht, dann siehst du manchmal nicht dadurch. Dann siehst du viele Vorhänge und du hast keinen Durchblick mehr. Und dann musst du vielleicht einfach mit dem sein und warten, bis das wieder vorüber ist. Aber du kannst zugleich auch dich wahrnehmen. Nehmt euch zugleich, ihr hört zu, ihr nehmt euch wahr, wie ihr da sitzt, wie ihr atmet, wie es euch gerade geht. Ja? Und das wird sich irgendwann nicht mehr verlieren. Es stetig alles da. Ja, es bleibt. Ja, jetzt habe ich ganz viel gesprochen. Herzlich willkommen nochmal. Bitte nutzt auch die Zeit, wenn es Fragen gibt, wenn es was gibt, das gesagt werden möchte. Nehmt euch den Raum. Ja? Geht's? Fühlst du dich wohl? Nee, ich fühle mich nicht wohl, aber das liegt nicht an dem jetzigen Ort, sondern weil ich Kopfschmerzen habe und das ist ein generelles Problem. Das ist dir? Das ist ein generelles Problem, also was eins, was ich schon länger habe und was schwierig zu lösen. Mit Kopfschmerzen? Ja, mit einer chronischen Migräne. Okay, okay. Ja. Kannst du betrachten,
bist du im Leiden oder siehst du einfach da ist Kopfschmerz? Schau das an, oder? Weil Schmerz darf sein, aber ist in deinem System Leiden? Oh, ich bin arm und mir geht's nicht gut. Ich kann, was deine Geschichte dann ist, schau das mal an. Schau, ob du auch einfach sein kannst, da ist Schmerz. Aber es kommt keiner rein, der da leidet. Weil das macht einen Unterschied. Ja. Schmerz darf sein, ja. Das Leiden darf sich auflösen. Kannst du das erkennen? Ja. Da kannst du ein bisschen damit spielen. Mhm. Oder jetzt, dann kannst du sehen, boah, es schmerzt so und boah, ich möchte das nicht, ich halte es fast nicht aus. Und dann kommt das Leiden, oder? Mhm. Und kann es sein, zack, du hast Schmerz. Ist keiner da, der was damit macht. Ist einfach da. Der Schmerz ist genau gleich, immer noch da. Ja. Einfach das vielleicht zu beobachten, ja. Mhm. Und vielleicht auch zu schauen, vielleicht weißt du, warum du Kopfschmerzen hast. Weißt du das, oder? Nee, ja, nicht. Also, jedenfalls, also ein bisschen, aber es ist nicht wirklich greifbar. Es sind viele Faktoren, die irgendwie reinspielen, ja. Aber es gibt auch eben Momente, wo es einfach da ist und ich gar keine Ahnung habe, warum. Also die Ursache ist für mich letztendlich eher mehr ungeklärt als geklärt. Ja, und das kannst du nicht kontrollieren, ja. Ja. Und da musst du jetzt damit sein. Richtig. Da steht jetzt was, was du nicht kontrollieren kannst. Und du gibst das Stichwort, jeder von uns ist kontrolliert. Und früher oder später, die Kontrolle möchte sich auflösen. Und da kommt es da, dieses System 5 Stunden nicht bewegen, dann in Samadhi-Zustände, also wo sie nicht mehr handeln konnte. Ich wusste nie, überlebe ich das oder nicht. Aber irgendwann musste ich dann wieder eine Kontrollauflösung. Ich kann das nicht kontrollieren. Oder manchmal Vibrationen nicht wissen, falle ich jetzt gleich in Ohnmacht. Und das war dann so schlimm. Und mit der Zeit habe ich einfach gewusst, okay, mein System, dieses System ist so kontrolliert. Aus kleiner Kindergeschichte heraus musste ich kontrollieren, dass das System, also dass der Mensch überlebte. Und das wird sich alles befreien. Ja. Und manchmal gibt es dann Dinge, die wir nicht, wirklich nicht mehr kontrollieren können. Und das geschieht, weil halt kontrollieren und Befreiung, das ist nicht kompatibel, weil, oder das Befreite hat keine Person mehr, obwohl du dann total da bist, aber nicht mehr mit den Anhaftungen. Und wenn ein Körper-Geist-System, du sagst, ja, ist okay, gut. Dann ist das einfach je nach System deftig. Kann das auch sehr anstrengend werden, muss aber überhaupt nicht. Ja? Das ist halt unterschiedlich, je nach wie das halt jetzt sein soll. Wenn jemand immer alles extrem gemacht hat wie diese Form, dann ist halt auch das extrem. Aber ich bin auch dankbar, dass das so extrem war, weil ich wusste damals nicht, was geschah. Ich wusste auch nichts von Befreiung, Erwachen, gar nichts. Ich hatte in 93 einfach eine Öffnung ins Nichts und ich wusste nicht mehr, wer ich bin. Ich war völlig verwirrt. Ich hatte niemanden, ich kannte nichts von Spiritualität, Satsang, irgendwas. Und ich war dann jahrelang im Elend. Ich fand mich nirgends mehr. Wusste nicht, was passiert ist, konnte nicht sprechen, ich hatte niemand. Ich musste das durchgehen. Und das ging viele Jahre, bis ins 93 passierte das und in 2009 kam ich an einen Meister. Und also auch, da wusste ich immer noch nichts. Und dann hörte ich mal von Satzung und von Befreiung und war dann da einfach. Und ich war dann da und habe gemerkt, in meinem System wird es stiller. Und dann habe ich das genutzt. Und in 13 gab es dann noch eine Öffnung, aber die war dann bewusst. Und dann ging alles recht schnell, wurde immer noch bewusster. Und im 19 ging die Kundalini voll durch. Das ist die Schlangenenergie, die zwischen den Beinen, ich weiß nicht, ob das ganz fremd ist, ob ich da schon gehört habe davon. Und die ging dann durch und seitdem ist einfach nichts mehr aufgetaucht, was persönlich wäre, aber mehr weiß ich nicht. Aber ich musste das alles alleine durchgehen und ich bin heute sehr, sehr dankbar, dass ich das so durchgehen musste, weil ich weiß heute auch sehr viel durch das und ja, in diesem System einfach so angelegt. Aber ich bin auch dankbar, dass ich mit Menschen sprechen kann, auch die solche Dinge erleben, auch mit Vibrationen oder was auch immer. Ich habe nicht gleich Angst, wenn da jemand fast vom Stuhl fällt, bin ich einfach da.
und warte dann mit dem. Und das ist gut, oder? Weil das kann wirklich auch geschehen. Mhm. Je befreiter oder je mehr Bewusstsein die Form durchdringt, ist alles möglich. Es kann Zuckungen geben, es kann wirklich, also wie eine Gummipuppe kannst du durch die Gegend, kannst dich werfen, das war bei mir so. Und es ist aber zugleich auch ein orgastischer Zustand, aber nicht in den Geschlechtsteilen, sondern im ganzen Körper. Und einfach meine Begegnung mit den Leuten ist heute oft so, dass sie Vibrationen erleben und ich kann dann einfach sagen, bleib dabei, du kannst es eh nicht unterbrechen, hab keine Angst, es gehört dazu. Ja, muss nicht sein, muss überhaupt nicht sein. Ich will auch, ja, keine, habt keine Angst davor, weil du bekommst es immer so, wie es richtig ist für dich. Es ist schon manchmal, ich habe das auch gehabt, aber es ist schon manchmal auch schwer auszuhalten. Gell? Also es ist dann innerlich wie ein Kraftwerk und außen müde. Und wenn man da, also sagen wir, weltliche Sachen noch hat, Beruf etc., ist es nicht so ganz einfach. Ja, dann hast du das so durchzumachen. Ja. Und schau aber auch mit der Müdigkeit. Müde hast du gesagt vorhin. Also richtig. Innen wie ein Motor. Und außen müde. Ja. Und schau, wenn das kommt, wenn das wiederkommt oder wenn du das noch erlebst, die Müdigkeit. Was ist die Müdigkeit? Ist es, weil es das nicht möchte? Weißt du, jemand zum Beispiel auch, wenn jemand Dauermüdigkeit erlebt, dann ist meine Frage immer, denkt dein System viel? Und meistens ist es so, dass sie Dauerdenker sind. Das macht müde. Ja, der äußere Zustand von dem Beruf nicht will. Ja, genau. Nicht wirklich da ist, wo er hingehört. Genau. Nicht den Mut hat zu sagen, ich komme da jetzt nicht mehr. Ja. Aus Existenzängsten, aus weiß auch, was ich für Geschichten. Aber das zeigt, oder? Müdigkeit anschauen. Wenn nicht der Körper einen Mangel hat, zum Beispiel kein Vitamin B oder zu wenig Eisen, das macht müde. Da kann keiner was ändern, dann muss er was körperlich, also zum Arzt und schauen, wie bekomme ich jetzt wieder diese Dinge, die mir fehlen. Aber ich sage mal, zu 90% ist das Kopfkarussell. Ja, das macht müde. Das macht so müde. Und deshalb muss der Mensch auch schlafen. Also Buddha, es gibt doch den liegenden Buddha, vielleicht kennt ihr den. Der hat ja nicht mehr geschlafen. Weil wieso sollte der noch schlafen? Das hat er ja nichts mehr. Der Mensch braucht Schlaf, damit das Denken aufhört, damit der Mensch sich vom Denken erholen kann. Ja. Schräg, oder? Ja. Und ihr könnt selber schauen, vielleicht denkt es bei euch fast nichts. Wunderbar. Und wenn ihr viel denkt oder zwischendurch viel denkt, seid ihr oft auch mehr müde. Also. Aber auch, ich bin da eigentlich nicht mehr wirklich ganz passend, aber ich traue mich jetzt noch nicht zum Weggehen. Je nach, oder? Schaut, wo ihr euch aufhält, haltet. Also ich habe so gelernt jetzt, also ganz für mich, dass dieses gestern, das ist weg, morgen ist nicht. Und im Augenblick und bewusst, also bewusst zu essen, wenn ich eine Gemüsekochsuppe, die Kinder sagen, die ist die beste der ganzen Welt. Ja, warum? Weil ich mit der Karotte, mit dem Orange, mit der Bohne genau da bin. Und da ist mir natürlich aufgefallen, schon öfters mal, immer mal wieder, dann vergesse ich einfach Sachen. Mach alles. Dann vergesse ich einfach einen Termin oder da bin ich nur mit mir. Und dann denke ich nachher wieder, oh, macht's was? Das ist ja nicht wichtig. Macht's was? Der hat ein Problem. Genau. Nicht ich. Nein, du musst, also es war nicht angelegt von selbst oder der Schöpfung oder Gott, nennt das wie ihr wollt, Licht, Quelle, egal. Wir werden durchdrungen und wir werden, ich sage jetzt etwas, was vielleicht auch, hoffe ich, nicht Angst auslöst, aber wir sind ferngesteuert. So ist es. Aber nicht von irgendwas Außerirdischem, sondern in uns. Ja. Oder wenn alles Persönliche wegfällt, dann können wir wirklich erkennen, keiner von uns hat die Wahl, dass wir jetzt hier sind. Nee. Keiner. Nee. Keiner. Auch wenn wir meinen, wir hätten. Nee, und das kann Angst auslösen oder es kann auch, okay, dann mach mal. Dann mach mal. Und dann schau mal. Dein Wille geschehe. Genau. Ja. Dein Wille geschehe, wenn jemand einen Zugang hat. Aber da muss auch wieder jeder für sich schauen. Es gibt da nicht, der eine hat einen, da steht Jesus und Ramana, zwei Gegensätze. Also Ramana war, der war 16 Jahre alt und dem wurde dieses Ego weg. Er hat gedacht, er stirbt. War allein zu Hause, ging in den oberen Raum und spielte das Todeserlebnis durch.
Und in diesem Erlebnis als 16-jähriger Junge fiel die Identifikation mit etwas Persönlichem weg. Und ab da hat er nur noch Interesse an Meditation. Und sein Bruder kam dann und sagte, was machst du, ich kann man ja nicht mehr brauchen, du würdest es besser. Und dann hat er gedacht, er hat recht und ging dann zu Arunachala und blieb dann dort und ging nie mehr weg. Und dann ganz schnell kamen Leute zu ihm, weil die Energie wahrnahmen, die saßen neben ihm und es wurde einfach still. Und Jesus hatte einen anderen Auftrag, hat mit dem Göttlichen verbunden. Und so muss jeder für sich schauen, was er für eine Resonanz hat. Es gibt nicht ein richtig oder ein falsch. Man muss einfach sehen, wie bin ich im Leben unterwegs. Und ein Atheist ist genauso unterwegs wie jemand, der, weiß ich was, eine Resonanz hat für. Deshalb gibt es nicht, das ist richtig oder das. Alles hat Platz. Alles wird dir geschenkt, damit du dich immer klarer erkennen kannst, dass das alles ein unpersönliches Geschehen ist. Ja. Und eben einen kann das Angst machen und die anderen wissen einfach, ja, ich nehme das mal so mit und beobachte einfach weiter und das Bewusstsein durchdringt die Form und es wird stetig klarer. Weil es ist schon da, immer schon, wirklich immer schon. Und es gibt immer wieder Vorhänge, die aufgehen und man hat den völligen Durchblick. Man erkennt das alles und dann möchte man das behalten. Und oft geht es dann halt wieder zu. Na und, ist doch egal. Mensch sein. Ja, mit dem, was ist, betrachten kommt Leiden. Jetzt habe ich meine Taschentücher nicht hier, aber ich nehme das Tuch. Da kommt jetzt zum Beispiel eine Angst. Da kommt Angst. Dann ist da die Angst, ja. Und die Angst, die darf da sein. Dann ist jetzt einfach die Angst. Darf die doch da sein? Ich bin nicht die Angst. Ja, die kommt, ist und schon ist sie wieder weg. Die ist nicht haltbar. Die Freude kommt, ich möchte sie behalten, aber es geht leider nicht. Sie kommt, ist und ist wieder weg. Das ist das Leben. Trauer kommt, ist und ist wieder weg. Könnten wir dem einfach nur immer zusehen, bereit sein, ja, das darf sein, Kopfschmerz ist, kommt. Also kommt, ist und irgendwann darf er wieder weg sein, hoffe ich. Ja, und sonst müsstest du das wirklich mal abklären, aber ja, das ist ein Prozess. Ja, genau. Wenn du es als Prozessarbeit nehmen kannst, dann ist schon mal wieder leichter. Nicht lässig, also nicht toll, aber es gibt dann einfach, ich hatte 2 Jahre, nach dieser Öffnung im 93, hatte ich 2 Jahre täglich Kopfschmerzen und nicht wenig. Aber es war so schräg, mir war niemals in eine Idee gekommen, ich könnte mal ein Schmerzmittel nehmen. Es war einfach nicht da. Und ich hatte 2 Jahre konstant Kopfschmerzen, aber da war einfach nichts da, was eine Idee hätte, man könnte das mal abklären oder man könnte mal ein Medikament nehmen. Das war einfach nicht da. Aber heute ist mir bewusst, da war einfach niemand da, der leidet. Dann war halt einfach Schmerz, aber es wurde einfach so gelebt. Das ist schon schräg, das kann ich heute einfach so erzählen. Damals war es mir nicht mal bewusst. Es war einfach Kopfschmerz da. Und ich sage heute, diese Öffnung, die da geschah, diese Öffnung ins Nichts, was ich ja auch nichts gemacht habe, hat das irgendwie ausgelöst. Ich weiß aber nicht genau. Und deshalb, ja, nochmal schauen, was geschehen möchte. Ja, ist etwas da, was gesagt, mitgeteilt, gefragt werden möchte? Spürt euch auch zugleich im Sein, was stiller wird, vielleicht auch unruhiger. Meldet euch. Es gibt keine falschen Fragen, es gibt keine dummen Fragen. Und wenn keine Fragen da sind, können wir auch einfach still sein. Ja, bitte. Ich hätte gerne einen Meister. Du hättest gerne einen Meister? Ja. 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 Und frag mich wie. Okay. Wenn du einen Meister brauchst, dann wird er auf dich zukommen. Du wirst ihn finden, er findet dich. Ja. Es gibt Leute, die sagen, es braucht einen Meister für die Befreiung. Meine Erfahrung ist, es braucht nicht einen Meister. Also es gibt Stationen, wo es einen Meister braucht. Das heißt, einen Menschen, der mehr transformiert ist als du selber. Das kann sein, du kannst irgendwo am Bahnhof auf einer Bank sitzen und neben dir sitzt ein Befreiter, wo du nicht mal weißt.
oder ich sag mal ein Befreiter, einer, der mehr transformiert ist als du. Und dann kann das in dir plötzlich was bewirken, ohne dass du überhaupt weißt, was geschehen ist. Vergiss nicht, es ist ein unpersönliches Geschehen. Der Wunsch, der darf sein, behalte den auch, ja? Aber wenn du auch einen Meister findest, bleib eigenständig, prüfe für dich, ja? Und der Meister wird dich finden. Sei einfach mit dem, was ist, ja? Was erwartest du von einem Meister? Dass er dir was wegnimmt? Oder was ist die Idee? Ich glaube, eine Führung, ja. So, um Vertrauen in diese Stille zu gewinnen. Angst vor der Stille, weil die ist da. Spürst du die? Ja. Kannst du? Ja, Angst. Ja. Dass du dich darin verlierst. Dass es sich dich darin auflöst. Bestimmt. Okay, super. Keine Angst, das wird dich niemals auflösen. Ja, und schau einfach. Statt zu vergessen. Was? Statt zu vergessen. Ist da so ein bisschen Angst. Was zu vergessen? Ich verstehe es jetzt. Joey, also mich. Ach so. Du wirst dich niemals vergessen. Ja. Das ist deine Idee. Du bist total präsent. Und du wirst dich nie vergessen. Oder was ist, wir haben so viele Ideen. Wir haben vielleicht gelesen, gehört, gesehen, erlebt. Und dann kreiert das Ego, also die Person kreiert irgendwas. Und du bist, oder wenn dieses stille Sein, wenn du den Mut hast, oder das wird dir geschenkt, du hast das nicht gemacht. Keiner von uns macht das. Es ist schon immer da, du nimmst es jetzt vielleicht intensiver wahr im Leben, jetzt, wo du lebst. Oder hast du das schon als kleiner Junge so wahrgenommen? Kann mich nicht erinnern. Ja, aber jetzt ist es da, in dieser Zeit, oder? Und jetzt freunde dich einfach mit diesem Sein an, dass sich das jetzt durch dich entfalten möchte. Das heißt aber nicht, dass du irgendwie abdriftest, oder, sondern du bist einfach, aus diesem Sein geschieht alles. Aber du bist total präsent. Also es geht nicht darum, abzuschweifen, abzuheben, das ist es nicht. Du spürst neben diesem Stillen auch deinen Körper. Und zwar intensiv auch, je nachdem. Und was würdest du erwarten von einem Meister? Dass er dir einfach sagen kann, das ist jetzt gut, das bleibt da, jetzt ja, kommt das, so, kommt das. Ja, ist es okay, tu das, geh okay. Rein. Nein, du gehst alleine, vergiss es. Du musst alleine gehen, willkommen im Club. Du gehst alleine, weil es ist da. Es ist da. Ich sage nicht, du gehst alleine, das weiß ich nicht, aber du wirst nicht den Meister finden, der dir sagt, so, jetzt geh die Zähne putzen, jetzt mach das, weißt du? Ja, ja, ja. Das ja, ist ja, es nicht. Da würdest du fliehen. Weil es, oder wenn du die Stille so wahrnehmen kannst, hast du Angst davor? Du hast keine Angst, das ist super. Beobachte dich einfach weiter, ja. Weil du kannst schon sagen, ich mache nichts oder ich will, wir können nichts machen. Beobachte dich weiter, nimm dich wahr. Sei einfach mit dem, was ist. Und es wird sich dir entfalten, noch klarer. Und wenn du den Meister brauchst, dann wird er auftauchen. In welcher Form auch immer, ja. Manchmal reicht eine kurze Begegnung und es ist einfach Klarheit und es geht weiter. Und dieses stille Sein, das geschieht, zudem nimmst du den Körper wahr, zudem geschieht Handlung. Sei einfach mit dem, was ist. Und wenn du dieses Stille so wahrnimmst, das ist Gnade schon. Ja. Und die Ängste, wenn noch da sind, oder du sagst vom Vertrauen, das Vertrauen wird sich dir entfalten. Immer mehr. Es wird einfach immer alles klarer werden. Ja. Und die Person rückt zurück. Die Person, also das Persönliche, das Ego, das kleine Ich, wie ihr das auch immer nennen wollt, das wird kleiner und das Vertrauen wird größer. Und irgendwann, muss vielleicht anders sein, löst sich dieses kleine Ich in diesem Vertrauen auf. Und dann findest du es nicht mehr. Aber du bist total präsent. Und du bist 350, 360 Grad, ich sage es immer falsch, heute Morgen schon, präsent, was läuft. Aber du siehst dir nur noch zu. Und ich weiß nicht, wie das jetzt rüberkommt, wenn ich sage, du siehst dir nur noch zu. Also du bist nicht entfremdet von dir.
ist aber ideal. Aber da muss man auch aufpassen. Der eine denkt, ja, bin ich dann irgendwie ferngesteuert? Ja, habe ich vorher gesagt, aber du bist vom Höchsten ferngesteuert in dir. Und es ist dann keine Fernsteuerung mehr. Du siehst einfach, du beobachtest nur noch dich selber. Und siehst, jetzt geschieht die Handlung, jetzt kommt der Gedanke, jetzt ist nur die Stille da. Die Stille ist ja immer da. Aber manchmal wird da nicht hingesehen. Die Stille ist immer da. Die war noch nie weg. Aber die war noch nie weg, die ist immer da. Schau hin, wo du sie findest. Meistens findet man sie im Herzraum, aber da muss auch wieder jeder für sich schauen. Und wenn der Verstand keine Spiele mehr spielt und auch nicht mehr interessiert ist, was da im Leben passiert, ich muss aufpassen, dass das nicht passiert, ich sollte das nicht machen, wenn das aufhört, dann ist das Schauen nur noch nach dieser Stille, da möchte gar niemand mehr weg. Und du bist doch trotzdem hier im Leben. Geh nicht weg, bleib präsent. Bleib da. Und jetzt kommt das nächste Ding. Ihr sagt bitte stopp, weil mein System fällt dann halt an. Aber es geht auch viele Leute, die dissozieren. Das heißt, sie hauen ab. Aus Kindergeschichten, weil es gefährlich wurde, dann verschwanden sie. Also sie waren nicht mehr präsent. Das hat nichts mit Befreiung zu tun. Mhm. Wenn jemand das macht oder gemacht hat oder immer noch macht, das kann bis ins hohe Alter gehen, wenn das nicht ins Bewusstsein kommt. Wenn jemand so Phasen hat, wo er wie wegtaucht oder es gibt eine schwierige Situation und er kann nicht mehr in Handlung gehen, er ist dann wie einfach nicht mehr präsent, er kann sich nicht mal wehren, dann hat er dissoziiert. Und wenn das dann ins Feld kommt, da könnt ihr selber eure Geschichten anschauen. Und dissozieren, das tun ganz, ganz viele Menschen unbewusst. Aber wenn das dann im Bewusstsein ist, sollte man beschließen, das nicht mehr zu tun. Weil das hätte nichts mit Befreiung, hätte nichts mit Befreiung zu tun. Dann beschließen, mache ich nichts mehr, weil das sind alles erwachsene Menschen hier. Und wir sind keine kleinen Kinder mehr, die Prägungen erlebt haben. Und jetzt geht es darum, nein oder stopp zu sagen, ich bleibe präsent, auch wenn es schmerzt. Auch wenn es mir so schmerzt und ich Angst habe vom Schmerz, aber ich bleibe präsent, weil ich will jetzt präsent bleiben. Und dann sieht man, der Schmerz, der war mal so groß, ganz klein und ist jetzt noch vielleicht ganz klein. Aber wir haben so Angst vor Schmerzen, die uns irgendwie mal zugefügt wurden oder wir uns selber die zugefügt haben. Und die müssen überhaupt nicht mehr so groß sein. Ist etwas aufgetaucht? Gibt es was zu fragen, sagen? Geht es dir gut? Ja. Gut. Ja. Ist das? Gibt es aus deiner Sicht so etwas wie legitime Kontrolle? Also, ich habe das. Ja. Okay. Nur etwas. Deine Gedanken zu kontrollieren. Das ist das Einzige. Gedanken zu kontrollieren ist sinnvoll. Ja. Oder ihr könnt selber schauen. Ja, das stimmt. Ihr werdet der Chef werden von euren Gedanken. Da geht's hin. Es geht nicht anders. Und das braucht Kontrolle. Oder es wird aber auch immer mehr entfaltet werden, dass du siehst, was da in deinem Oberstübchen abgeht oder wo auch immer die Gedanken weilen, wo sie herkommen und wieder verschwinden. Das ist das Einzige. Alles andere wird sich auflösen. Aber du wirst, ich kenne dich jetzt nicht, aber schau selber, wie viel du deine Gedanken auch siehst, was da ist. Mhm. Heute Morgen war, wie sehe ich denn, ob ich positiv oder negativ gesteuert bin? Das kannst du erkennen, wenn du mal einen Moment innehältst und schaust, was sind meine Erinnerungen? Da ist nur negativ oder da ist nur das Positive. Dann weißt du schon, ich bin eher negativ geprägt oder eher positiv. Wenn du eher negativ geprägt wärst, dann kommt mir Kurs im Wundern in Sinn. Dort heißt es immer wieder, wähle noch einmal. Also dann wäre das Spiel dann ein negativer Gedanke, der dir nicht gut gesinnt ist oder nicht gut tut, wähle oder delete. Ich habe ihn jahrelang deleted, einfach gelöscht, so quasi ein Spiel. Und irgendwann kam dann nichts mehr. Und irgendwann war, heute ist es so, wenn da mal Blödsinn gedacht, es ist eben nicht mehr Blödsinn, aber manchmal denkt es irgendwelche Fantasiegedanken, dann kommt sofort, stopp, interessiert mich nicht und dann ist Ruhe. Dann
ist einfach nichts da. Weil wir haben, ich weiß nicht, Ramesh Balsekar spricht von dem denkenden Verstand und vom handelnden Verstand. Vielleicht sagt jemand Ramesh Balsekar was. Mhm. Das finde ich total toll, weil er hat der denkende Verstand, ich nenne den auch den Fantasieverstand, der in dir Geschichten produziert, ja, der löst sich auf, der verschwindet, früher oder später. Der andere, der bleibt, sonst wären wir nicht lebensfähig. Wir könnten keine Rechnungen bezahlen, nichts. Wir wären irgendwo in einer Institution, wo uns geschaut würde. Herzlich willkommen. Das ist nicht, also der bleibt und der ist dann so präsent. Und der andere, der löst sich auf. Und was geschieht, oder? Das Beobachten geschieht und wie dann durch das Beobachten, der dir selber zuschaut, das nennt man Zeuge, Beobachten, Gewahrsein, es gibt da so viele Namen. Wenn der wirkt, dann geht man den Weg der Unterscheidungen. Und dann kann man immer klarer sehen, was geht da ab? Was läuft jetzt an? Was geht da genau? Denken, Fantasiegedenken, Fantasiegedanken mache ich nicht mehr mit. Sei du still. Ich spreche viel und ich bin auch selber so geprägt mit Mantras. Und ich wusste nie, was ich mache. Es hat sich bei mir, ich komme wie von der anderen Seite, bei mir, ich habe gar nichts gewusst und ich habe das einfach gemacht. Und erst später wusste ich dann, was das gebracht hat. Und mein System hat früh angefangen mit Namenwiederholung oder mit Japa nennt man das in Sanskrit oder mit Mantrawiederholung oder Affirmationen. Und heute weiß ich, dass das meinen Verstand geschult hat. Weil heute ist es oft so, wenn ich mal schaue, was da ist, dann singt er irgendein Mantra oder macht irgendwas, der hat das geschnappt. Mein Verstand hat das geschnappt. Und der hat jetzt eine Aufgabe. Wenn du deinem Verstand keine Aufgabe gibst, dann macht er Blödsinn. Weil er kann gar nichts anderes als doofes Ding tun. Und wenn wir dann das durchschauen, dann wissen wir, warum. Es gibt Leute, die das belächeln und sagen, was bringt das für die Befreiung, ein Mantra wiederholen? Für die Befreiung bringt das nichts im Moment. Aber es schult deinen Geist. Und wenn du dann siehst, dass du erwachst in der Nacht, und du siehst, der macht Mantras. Der macht Mantras, der singt 24 Stunden. War mein Leben. Und das ist super. Heute ist keiner mehr da, der interessiert ist an Fantasiedenken. Ist nicht mehr da. Es ist auch niemand mehr da, der findet, das müsste noch was erlebt werden. Ja, genau. Das Erleben geschieht aus dem Moment. Ich weiß gar nichts. Und das geschieht, oder? Wenn das Denken. Und deshalb kann es eine Möglichkeit sein, aber es muss Spaß machen, ein Mantra benutzen oder eine Namenwiederholung. Es gibt so viele Möglichkeiten, die alte Weise vor Tausenden von Jahren ins Leben gerufen haben, weil wir das selber so erlebt haben. Und das wird heute noch weitergegeben, weil jemand wieder eine Resonanz hat und erzählt das wieder weiter. Wie auch ich habe die Resonanz und erzählt das auch wieder weiter, macht aber gar nichts. Es muss Spaß machen. Das Leben muss Spaß machen. Das Leben, das Einzige, wenn du nichts weißt, du möchtest befreien, du möchtest dieses Ego oder diese Person erkennen, dass die gar nicht gibt, dann lebe doch dein Leben nach der Leichtigkeit und der Freude. Was wäre dann? Bist du dann nicht einfach Mensch? Ja, und alles andere entfaltet sich dir? Ja. Kommt alleine. Wie oft sind die Leute, sie möchten so unbedingt frei werden und vergessen zu leben. Ja, und irgendwann kommt der letzte Atemzug. So ist es. Habt keine Angst, der letzte Atemzug kommt. Ganz bestimmt. Also es hat es noch keiner überlebt. Und es wäre doch dann auch schön, wenn ihr sagen könnt, ich habe gelebt. Ja. Und nicht, ach Mensch, hätte ich doch. Ja, und das ist jetzt. Ihr wisst nicht, ihr könnt da rausgehen und tot umfallen. Könnt ihr jetzt sagen, ich habe gelebt? Wenn nicht, fangt schleunigst an. Erfüllt euch eure Wünsche. Weil die Wünsche, irgendwann gibt es keine mehr. Erfüllt sie euch. Macht verrückte Dinge, die ihr schon lange im Kopf habt, aber noch nicht den Mut dazu. Stellt euch den Mut, nehmt den Mut und macht. Lebt das Leben. Weil dann, oder wenn keine Wünsche mehr sind, dann fällt so viel auch weg. Und dann braucht es auch kein Denken mehr. Für was? Meine Erfahrung ist einfach, wenn ich was wissen muss, dann ist es da. Das ist es. Und ich muss mir nichts überlegen davor.
Ich wurde angefragt, möchtest du da hinkommen? Und wurde schnell geschaut, oh, wieso nicht? Und das ist nicht ein langes Überlegen, ah, dann könnte das und vielleicht das und finanziell. Es kam nur, ja, und ich war schon mal hier vor 10 Jahren bald und ich hatte nie mehr, ich habe das auch ausgeblendet, dass so eine Möglichkeit gibt. Das war nicht mehr aktuell, kein Thema. Und eine Anfrage und es war einfach ein Ja da. Und so läuft es. Wir müssen nichts behalten. Und wundert euch nicht, wenn ihr zum Teil dann das Gefühl habt, ich werde vergesslich. Das gehört auch das dazu. Ist, das habe ich so ganz schön. Das gehört dazu. Ihr habt keine Menschen, die die Wahrheit suchen. Die kommen, jeder kommt da dran. Jeder kommt irgendwann und sagt, Mensch, ich glaube, ich bekomme Demenz. Nein, vergesst es. Es ist einfach nicht mehr wichtig. Was jetzt, wenn ihr da rausgeht, wundert euch nicht, wenn ihr nichts mehr wisst. Aber es ist so. Mein Mann hat vor 3 Jahren dieses gehabt. Und dann haben wir Gäste gehabt und hat vergessen, dass ich komme. Ja. Und dann sind sie vor der Tür gestanden und der Mann war mir. Ja. 20 Kilometer weg. Ja. Und für das Umfeld, für Menschen, die das nicht erfahren, im weltlichen Stecken, bist du komisch. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, aber dann bist du nicht mehr so ganz, du bist ein bisschen Meschucke oder so. Im Moment hat es mich irritiert. Bist du, ja. Aber dann habe ich es selber gehabt. Siehst du? Und das, oder es geht einfach diese Dinge, oder Langeweile, dann kommt die Langeweile. Was machst du jetzt? Heute Morgen war die Frau da, die eine, die muss jetzt die Langeweile, musste sie noch aushalten. Und wenn sie dann weiß, das gehört dazu, die Langeweile kommt, das Vergesslichwerden kommt, aber du bist nicht vergesslich, absolut. Aber es ist nicht mehr wichtig, was gestern war oder von am Morgen gehe ich laufen, am Mittag will ich schon wieder gehen, weil ich vergessen habe, dass ich ja schon war. Und dann kommt es dann wieder, ach nee, ich war ja schon, aber ich kann ja doch nochmal, aber das geht wirklich so. Was hast du gegessen? Moment. Also es ist eben nicht so, dass es nicht hier wäre, du kannst alles abrufen. Aber keiner hat mehr Interesse, das zu behalten. Für was? Weil wenn es wirklich wichtig ist, es kommen manchmal Leute, die sagen dann, dass du das noch weißt, wir sind uns 5 Jahre begegnet. Das ist dann da, wenn der Mensch da ist. Ich muss doch nichts behalten. Ich habe heute das Vertrauen, komme ich da, das Vertrauen, dass ich nichts mehr wissen muss. Weil wundert euch oder erfahrt das und ihr erfahrt das schon. Wenn ihr es braucht, ist es da. Und wenn es nicht kommt, dann kommt vielleicht, werde ich doch krank, bekomme ich doch Alzheimer, meine Güte. Und wenn ihr ein Umfeld habt, dass du hast jetzt vielleicht einen Partner oder Partnerin, die nicht an der Wahrheit interessiert ist, dann wird es stellenweise ein bisschen schwierig. Dann kann es ein bisschen schwierig werden an einem Moment. Vertraue dir, es gehört dazu, auch wenn du dann hörst, hey, was läuft bei dir, wirst du vergesslich oder so, dann ist das einfach, das Gegenüber kann dann nicht so damit umgehen, wird sich aber daran gewöhnen, wenn du einfach das zulässt, dass du jetzt halt, dass dir das geschieht. Ja, einfach akzeptierst, dass das und weißt, dass das dazugehört. Und du bist überhaupt nicht vergesslich, es ist einfach nicht mehr wichtig, was war. Die Vergangenheit fällt weg und die Zukunft gibt es nicht mehr. Also du bist hier, im leeren Raum und du hast weder eine Zukunft noch eine Vergangenheit. Und du hast völlig den Frieden. Was willst du mehr? Und da kann jeder jetzt schauen, macht das Angst oder gibt das einfach auch Vertrauen. Oh, ich muss nichts mehr wissen. Und das Vertrauen stärkt sich immer mehr. Lass dich ein auf dich selber. Ich habe die Zeit, wir haben noch Zeit, ja. 5 vor 3 Uhr. Okay, lass dich ein auf das Nichtwissen. Halte die Stille aus, das Sein, einfach damit sein. Nimm dich wahr und mach dein Ding. Währenddessen du Stille, vielleicht gibst du den Fokus daraus, vielleicht auch nicht. Die Stille ist nie weg, die ist immer da. Immer, immer, immer. Manchmal vergisst sie der Mensch einfach. Aber sie ist nie weg, weil du bist das. Und das heißt jetzt aber nicht, dass du in die Stille fällst und nicht mehr handlungsfähig bist. Ich möchte das noch einmal betonen. Du bist total präsent. Du bist total da. Das hat nichts mit Wegschweifen zu tun, sondern du bist total in der Präsenz. Aber du bist einfach, es ist still in und um dich. Und da draußen, jetzt ist er still, aber der könnte jetzt da Lärm hören, da trommeln. Da wird einfach gehört. Und alles darf sein und es nimmt alles wahr, aber es ist niemand mehr da, der etwas damit macht. Und das geschieht, oder? Und wenn jetzt jemand das Trommeln stören würde, wir wären jetzt zum Beispiel in Meditation,
und man hört, jemand hört das Trommeln, das kennt ihr vielleicht selber, ihr wollt meditieren und draußen andauernd machen die Lärm und das nervt, ich wollte doch meditieren, das ist so laut. Das sind einfach Zustände, die einem geschehen. Irgendwann stört das niemand mehr, weil die Meditation ist immer da, das Stille ist immer da. Es gibt Menschen, die meditieren, es gibt Menschen, die sind noch nie irgendwie in Meditation gegangen. Das ist auch wieder individuell verschieden. Ja, das System spricht so viel. Kommt ihr mal mit Fragen? Das hört nicht mehr auf. Stopp. Ist das ja, aber gern zu. Mein Kopf ist sicher schon ganz alt. Ja, gibt's. Hallo, willkommen. Gibt es was zu fragen, zu sagen? Also keine Angst davor. Alles im guten Bereich, im grünen Bereich, wenn nicht, also, meldet euch. Ich finde das total spannend, diese Schnittstelle zu erfahren zwischen Psyche, Geist und Nervensystem. Und ich fasse das mehr und mehr so auf, dass das Nervensystem eigentlich alles ist. Also von dem, was so ein System halt wahrnimmt, an Wahrnehmung und allem. Und da ist dann halt immer wieder so ein Anteil, dass ich das gerne greifen möchte. Auch, sorry, Hans und Jenny sind verschnitten. Es geht eigentlich in die Richtung von, also wir waren auch vorhin zum Beispiel bei dem Punkt Dissoziation und Kontrolle und, also für mein System ist das irgendwie sehr so, dass ja, da ist ein Gefühl von, das braucht es auch, oder das hat auch Qualitäten, da auch dann halt die, was Lebensfreude angeht, also wenn Schmerz da ist zum Beispiel, dann kann ich nicht lebensfroh sein. Auch wenn ich vielleicht nicht darunter leide. Und eine Dissoziation kann ein Weg sein, um dann lebensfroh zu sein. Pass aber auf damit. Pass auf damit. Also mach, was du möchtest. Aber ich sag einfach, versuch mal nicht zu dissoziieren und sei da. Und geh da den Schmerz wie, eben, er hängt da und du bist aber da. Also das ist da, aber du bist da. Mhm. Weil Dissoziation hilft nichts in der Befreiung, sich zu erkennen. Das nimmt das, aber mach, was du für dich anklingt. Und ich komme noch auch auf die Körperreaktionen. Der Körper hat frühkindlich Dinge gespeichert. Ja. Und dann kommt zum Beispiel, gestern war jemand bei mir, der hat gesagt, ja, ich spüre das jetzt, mein Körpergefühl, und dann hängt das mit dem und dem zusammen. Also er koppelt das. Und ist es nicht oft so, dass du am Morgen erwachst, oder oft, ich hoffe nicht oft, aber dass es sein kann, du erwachst aus dem Schlaf und du hast ein ungutes Gefühl. Mhm. Ja. Und dieses ungute Gefühl kann noch ewig, 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 ewig lange noch kommen. Ja, so. Mach nichts damit. Das darf da sein. Du erwachst, das komische Gefühl, das ungute Gefühl ist da, lass das einfach sein, mach nichts damit. Weil das kommt wirklich, wirklich noch ewig lange. Und was macht der Mensch? Wow, ich habe ein schlechtes Gefühl und fängt an, das Denken setzt ein, oder? Wow, was habe ich falsch gemacht? Was war, wow, wow. Das war jetzt eigentlich nur, weil sie es beobachtet. Das ist super. Aha. Genau. Also, dass sie halt feststellt, ah, das ist wieder da. Und ja, ist und okay. Nichts damit machen. Mhm. Und dann ist das sofort auch wieder weg, meistens. Ja. Weil wir sind, oder diese frühkindlichen Prägungen, da wissen wir zum Teil nicht mal, was da geschehen ist, aber dass der Körper hat schon Gefühle gespeichert. Und die werden sich auch auflösen wollen. Und gut ist es, wenn man das nicht mehr bedient mit, irgendwann hört es sowieso auch auf, alles zu hinterfragen. Es ist gut zu hinterfragen, wir lernen durch das auch ganz viel. Warum ist das so? Warum tick ich so? Warum? Was habe ich da in der Kindheit erlebt, dass ich jetzt so reagiere? Das ist gut. Aber irgendwann geht es weiter. Irgendwann kommt der Punkt, wo es weitergeht. Und deshalb gibt es nicht, mach kein Theater, schau da nicht hin. Da muss jeder für sich selber schauen. Meine Erfahrung ist hinschauen. Also ich habe jahrelang hingeschaut und heute kommt einfach,
jetzt darf das sein. Ja. Ist nicht mehr wichtig. Mhm. Geht mich nichts mehr an. Das läuft durch. Die Wolke kommt, ist und ist wieder weg. Mhm. Du bist die Sonne. Ja. Dann taucht dort eine Wolke auf. Wenn du die ziehst, du kannst sie ja nicht anhalten, da im Himmel. Die Wolke kommt, verdeckt die Sonne und ist wieder weg. Und wir haben auch Wolken, die kommen und wir wollen die irgendwie entweder behalten oder weghaben. Die Freude behalten und das Nicht-Freudige weghaben. Und das geht leider nicht. Wie wäre es einfach alles gleichgültig? Mhm. Gleichgültig sein. Es darf da sein. Und keiner, wenn dann keiner mehr da ist, der sagt, das ist gut und das ist schlecht, dann ist es einfach ein Betrachten. Ja. Und wenn die Bewertung dann auch noch aufhört, dann kommt eben diese was wie was, dann ist es so still und das Leben ist so eintönig. Aber es ist es eben nicht, weil diese Stille, das ist einfach diese Hauptpräsenz, die da ist. Neben allem, was geschieht, du machst deine Arbeit, du bist in Begegnung, kommt das nächste Stichwort, es läuft einfach, bitte sagt stopp. Die Begegnung, ja, ihr werdet weniger Freunde haben, das gehört dazu. Ihr werdet nicht mehr Smalltalk machen können mit irgendwelchen Menschen, die einfach nur abladen wollen oder gar nichts beobachten können. Nichts gegen diese Leute, das ist alles total okay. Aber wenn wirklich die Wahrheit dich durchdringt, wird das geschehen, dass du an diese Punkte kommst von ich habe jetzt fast keine Freunde mehr und dann wird sich wieder zeigen, gibt es Angst oder ist das okay? Mhm. Sind einfach für mich sind es Abläufe, die geschehen. Und nicht nur da, in der Begegnung mit den Menschen. Früher oder später kommt da jeder an. Ja. Ich habe bei mir beobachtet, das war so, dass ich mich zurückgezogen habe. Und war aber okay. So natürlich haben sich die anderen gewundert. Mhm. Und die ist komisch geworden oder so irgendwie. Und jetzt habe ich aber wieder festgestellt, ich kann wieder auf die Menschen wieder. Ja. Ich kann wieder mit ihnen sein. Ja, aber dann stimmt es jetzt auch wieder. Ja. Und manchmal ist man dann einfach da. Aber ich bin auch gerne allein. Also genau. Man braucht das. Ja, immer mehr. Aber es ist mit so viel. Ja, aber das wird wieder gehen. Aber irgendwann spielt es auch wieder keine Rolle mehr. Aber du bist, oder entweder sind alles Freunde, oder du hast keine Freunde. Ist gleichwertig. Familie löst sich auf. Also das heißt, wundere dich nicht, wenn du zu deiner Schwester, zu deinem Vater, Mutter, je nachdem wer noch da ist, nicht mehr so Connection hast. Das gehört dazu. Und die Familie ist immer das, was am meisten noch hängt. Und das tönt jetzt vielleicht so hollow. Es geht nicht darum, dass du die Familie verlässt, wohlverstanden. Es geht nicht darum, die Familie zu verlassen. Auf keinen Fall. Es geht darum, wundere dich nicht, wenn du nicht mehr diese Connection hast zu den, ich brauche diese Schwester, weil wenn ich dann krank bin und keine Familie, was ist dann? Dieses Konstrukt löst sich auf. Und dann kannst du auf einer Parkbank eine Begegnung haben, wie du sprichst wie mit deinem Freund, besten Freund. Und das sind momentane, und dann ist der Meister, oder? Momentane Dinge, die einem geschehen können. Mhm. Und in dir hat es was transformiert und es geht weiter, 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 bis es nichts mehr hat. Und dann bist du da, im Leben, aber nicht mehr, also in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. Und du bist total präsent, nimmst alles wahr, aber du schaust dir zu, wo es in Handlung geht und wo es in Nichthandlung geht. Und es geht in Handlung. Das ist noch wichtig, es geht in Handlung, stetig immer wieder. Also es ist nicht nichts mehr da nachher. Du bist einfach Mensch, präsenter Mensch und es handelt aus dem Sein. Und ja, und das ist schon hier, in jedem. In jedem ist das schon. Es ist einfach, dass sich, wenn noch Überlagerungen sind, die Vorhänge wollen noch wegfallen. Ja. Und dann hast du, wenn da kein Vorhang mehr ist, dann hast du den Durchblick. Ist etwas da, was gesagt werden möchte? Ich will noch was sagen, also mit dieser Familie. Für mich ist es ja wirklich mit mir und wunderbar, aber die Familie, die telefoniert immer, also da muss ich immer gucken. Da habe ich jetzt das Telefon ganz ausgemacht, dass man es nicht mehr hört. Ja? Das ist noch deine Aufgabe, das zu klären. Ja. Schau einfach, wo du da noch einen Sie Knacken verstehen hast. Nicht, wenn ich sage, ich brauche meine Ja, aber es hat mit dir zu tun. In dir ist noch nicht ganz klar, weil es ist Familie. Wenn es in dir ganz klar wird,
und das ist nie verletzend, die Wahrheit ist nie verletzend, wohlverstanden, die Wahrheit ist nie verletzend. Also du gehst nicht und sagst, du gehst mir auf die Nerven, ich will mit dir nicht mehr. Sondern du sagst vielleicht, ich bin mehr mit mir jetzt unterwegs und ich kann dann jetzt nicht mehr immer oder ich möchte nicht mehr immer, bitte versteh das. Oder einfach versuchen auf eine Art und Weise das auszudrücken, aber zuerst musst du dir das erlauben. Solange der Mensch sich das nicht erlaubt, kommt alles von außen und drängt immer mehr, immer mehr. Und das Schöne ist ja auf dieser Welt, alles bekommen wir auf dem Serviertablett geliefert. Und keine Angst, wir können nichts verpassen. Hast du es jetzt nicht geschnallt, kommt es wieder. Es kommt einfach wieder. Und das ist das Tolle daran. Also wir können einfach wirklich Mensch sein und das Leben aus der Leichtigkeit und Freude erleben. Erlebt das Leben auch und verlebt, also verpasst es nicht. Erlebt jetzt, nehmt euch wahr, wie es atmet, wie er sitzt, ob Gedanken da sind, ob Stille da ist. Es ist alles gleichzeitig. Man braucht nicht reagieren, das war einfach sich meine Frage. Ich brauche nicht reagieren. Nein, wenn du das kannst für dich. Also heute Morgen bin ich dahergefahren und dann kam da plötzlich diese Familien, haha, wo bist du denn? Ich reagiere nicht. Schau aber, warum du nicht reagierst. Ja, weil ich es brauche für mich, aber, ja, die Stille. Aber es wird so weit kommen, dass du das auch sagen kannst. Leute, ich bin jetzt weg, bitte ruft mich jetzt nicht an. Ich brauche jetzt die Zeit für mich. Weil die Wahrheit ist nie verletzend. Die Wahrheit ist nie verletzend, aber der Mensch aus seinen Prägungen, gerade mit Familie, hat so Angst, man würde ihn nachher wegschieben, aus dem Clan rausschmeißen. Das wäre mir egal. Ja, aber etwas hat es noch drin. Ja, etwas. Etwas hat es noch drin. Erlaube dir das. Ja. Erlaube dir das innerlich und dann wird sich im Außen verändern, dass sie plötzlich dich ein bisschen vergessen. Ja. Was geschieht dann, wenn sie dich ganz vergessen? Das ist eben, ja, gut, wohlwollend. Sie werden dich nicht vergessen. Und es tönt manchmal recht radikal auch, was da gesagt wird. Und deshalb sortiert aus, schmeißt weg, was keinen Anklang hat. Aber es ist halt wirklich so, es geht um die Wahrheit. Willst du wirklich befreit werden, dann ist es absolut. Weil ich bin ja nicht mit ihnen. Und dann gibt es keine Kompromisse. Früher oder später kommst du nicht drum rum. Ja. Früher oder später, so wie es in dir angelegt wird, ja, oder ist. Und deshalb vergiss nicht, Mensch zu sein und lebe dein Leben. Der Rest bietet sich dir sowieso an. Es wird dir angeboten. Ein Ja, ein Wunsch, Befreiung zu erlangen, das reicht mir. Stimmt, weil mein Körper einfach wehtut. Mach ab, hast du keine Angst? Ja, das passt einfach. Am Sitzen, weißt du? Ja, die Haltung möchte sich vielleicht auch aufrichten. Ja. Einfach immer wieder, es kann sein, dass da verstärkt, ja. Aber das, weißt du, manchmal wird das Körpersystem, möchte sich aufrichten und das kann sehr schmerzhaft sein. Und in solchen Feldern kann das dann mehr Resonanz geben. Und einfach das, nimm nur mit, was für dich anklingt, ja? Ja. Yes. Vielen Dank für das Sein. Schön warst du da. Ja, weil das Körpersystem richtet sich auf, die Kundalini will voll durchgehen, gerade. Vielen Dank, bleib im Sein. Yes. Nein, nimm mit, was du magst. Ja. Der Meister wird dich treffen. Yes. Tschüss. Ja, ich weiß nicht, die Zeit. Ist was da zu fragen, zu sagen? Haben wir noch einen Moment? Ja. Ja, ich bin gerade frisch aus einer Liebesbeziehung getrennt und habe für mich festgestellt, dass mindestens mal in den letzten 3 Beziehungen, dass es aus meiner Perspektive Menschen sind, die sich selber etwas nicht eingestehen wollen. Dass es bei mir ein Thema ist, dass ich ausgerechnet solche Menschen in mein Leben lasse. Und dann ist das eigentlich immer wieder hochgekocht, irgendwann auch als Wut, dieses Gefühl zu haben, oh, jetzt erkenn es doch mal. Der andere. Ja. Ja. Das finde ich in dem Kontext auch, was du gerade gesagt hast, da ist mir auch was nicht klar. Die Wahrheit kommt, wie heißt das, immer so in Liebe oder so? Die Wahrheit ist nie verletzend. Ist nicht verletzend. Aber weißt du, du gehst weg von dir. Du willst diese Menschen verändern.
aber du musst dich anschauen. Es ist leider so. Also du kannst das, was du sagst, das schauen. Entweder haben die ein Ventil bei dir geöffnet, damit deine Wut hochkam. Und wenn du dann nicht verprügeln musstest oder demolieren, dann hat sich Wut in deinem System entlüftet. Oder da wirklich hinzuschauen. Wir können keinen Menschen verändern. Die können nicht als anders als sie machen. Die müssen das machen, damit du auf dich zurückgeworfen wirst. Also es klingt jetzt krass, oder? Das ist ja nicht schön. Aber da wirklich hört auf, andere Menschen verändern zu wollen oder ihnen was sagen. Siehst du es nicht? Arbeite an dir. Kannst du schon machen. Aber es kommt nicht an, oder? Siehst du? Also das, von dieser Perspektive habe ich das auch bereits reflektiert. Gut. Und ich bin eher ein Mensch, dass ich eher erstmal selbstkritisch gucke. Gut. Und sehe das eher in der Richtung, dass ich noch lernen muss, die Fehler mehr bei anderen Menschen auch zu sehen. Nein, vergiss es. Hör auf, die musst du nicht sehen. Weißt du, die kommen in dein Leben spielen und es nervt, dass die nicht wahr sind, richtig? Dass die nicht wirklich zu dem stehen. Habe ich das falsch verstanden? Also diese zwei Leute, die du jetzt, die haben nicht die Wahrheit gelebt für sich. Oder dir gegenüber, ja? Ja, genau. Schon, ja. Und dann kommt natürlich schon, willst du die heute immer noch, obwohl du siehst, sie können die Wahrheit nicht leben? Nee, also siehst nicht du? In dieser Form. Die kamen zu dir, du hast Erfahrungen gemacht und dann gingen die wieder aus dem Leben. Mhm. Weil du kannst früher oder später immer weniger mit Menschen sein, die nicht authentisch sind. Mhm. Ja. Das verstehe ich mit der Wahrheit auch, oder? Ja, ja. Und deshalb kommt es, es zeigt was, man kann was erfahren und dann geht das wieder weg. Und dann kommt wieder was und da wirklich wieder weiterhin schauen, was macht es mit mir. Mhm. Und wenn sich nur die Wut im System entfalten möchte oder befreien möchte, dann hat es schon mal was gebraucht. Hm. Also, andererseits ist das halt eigentlich auch ein liebevoller Impuls. Also so dieses Schau hin. Aber möchte das Gegenüber, genau dieses Gegenüber wirklich hinschauen? Das musst du dich fragen, oder? Hat dieses Gegenüber dich gefragt, kannst du mir helfen, kannst du mir sagen? Oder bist du von dir gegangen und ich möchte gerne helfen? Dann ist es ungebetene Hilfe und das kann nicht ankommen. Musst du für dich resonieren, oder? Aber allgemein gesagt, ungebetene Hilfe, das Helfersyndrom oder ungebetene Hilfe kann so nie ankommen. Und das ist richtig, bitte nie, verurteilt euch niemals, hört sofort auf damit, euch irgendwie schlecht zu betiteln. Auch nicht im Spaß, bitte nicht. Weil keiner kann dafür, was geschieht in ihm. Es ist einfach nur immer wieder ein Betrachten. Und deshalb, oder? Das ungebetene Hilfe muss eine Gegenreaktion geben. Erwartungen können nicht mehr erfüllt werden. Hast du Erwartungen, werden die enttäuscht. Das muss so sein. Haben andere Erwartungen an dich, wirst du wütend. Immer mehr. Erwartungen lösen sich auf, hör auf zu erwarten. Prüfe, wenn du mal wütend bist, hatte ich Erwartungen. Vielleicht jetzt da, oder? Das macht wütend. Bis du siehst, ich hatte eine Erwartung. Und wenn du dann beschließt, so jetzt höre ich auf zu erwarten, was ich mir wünsche, das erfülle ich mir selber. Ich bin ein erwachsener Mensch. Und dann geschehen Wunder. Dann bekommst du Dinge, die du niemals gedacht hast. Genau. Und hör auf. Man sollte mal noch Rasen mähen. Man sollte mal noch einkaufen. Mann, ja, okay. Mal schauen, wer der Mann dann ist. Hört auf mit dem. Weil Erwartungen erfüllen. Und der Mann gibt es schon gar nicht. Und hört auch auf so. Es gibt immer wieder Menschen, ich hoffe da nicht, aber die sagen, ja Mann und so, das ist immer eine Flucht, oder? Ich stehe hin und sage, ich, ja, und ich finde jetzt das und ich. Ja, man muss doch, und das ist so eine gummige Geschichte. Ja, ja, ja. Und, oder, das Helfen ist auch gekoppelt. Was bist du? Du hast keine Erwartungen mehr, du erfüllst keine Erwartungen mehr, du hast keine Interpretation mehr, es interpretiert nie mehr jemand oder keiner mehr in dir. Du hast keine Fantasiegedanken mehr. Was bist du dann? Und dann
Und jetzt kannst du schauen, oder? Was ist dann? Und dann bleib mit dem. Atme einfach. Oder es ist ein daran gewöhnen, an das Neue. Wenn alles wegfällt, dann bist du irgendwo im was weiß ich, im Juhe. Und da gewöhnt sich aber das System wieder daran und merkt, ah, das ist ja doch nicht gefährlich. Ich hatte jahrelang Angst davor, jetzt erlebe ich das, ich erlebe Langeweile. Ah, die muss auch nicht mehr gefühlt werden, ich kann atmen, ich darf das aushalten. Ich weiß nichts mehr von gestern und von morgen. Ich bin nicht krank im Kopf, das darf auch sein. Ich habe weniger Freunde, weil ich einfach nicht mehr den Austausch suche von Smalltalk, weil mir das nichts bringt. Dann habe ich mehr Freude in der Natur, für mich alleine oder irgendwo einfach für mich den Frieden. Die Familie löst sich auf, das heißt, die Familie bleibt, aber die Connection daran, du bist meine Schwester, du musst mir schauen und ich brauche dich, damit ich, wenn ich krank bin, nicht, das löst sich auch auf, die Schwester bleibt natürlich, oder auch nicht, je nachdem. Wenn sie dich immer schikaniert hat, dann kann es auch sein, dass die dann geht oder du gehst. Das gehört alles dazu. Und du bist immer mehr einfach aus dem Moment schauend, was ist jetzt gerade da? Und du erkennst, oder durch das denke ich, läuft auch. Du schaust dich immer wieder an, betrachtet euch auch, aber bewertet bitte nicht. Bewertet, hört sofort auf, euch selber fertig zu machen, schlecht zu machen, auch nicht im Spaß. Und ja, ich glaube, jetzt passt das Schluss. Ja, vielen Dank für das Sein. Vielen Dank. Es war sehr, sehr. Ja, es sehr hat gesprudelt. Und offenes Herz. Vielen Dank für euer Sein. Und ja, wenn ihr nicht wisst, ihr wollt zwar, wie ist nicht euer Part. Ja, da gibt es etwas in euch, das schon weiß, wie es euch führen und lenken möchte. Wie ist nie euer Part? Was? Ja, ich möchte gern Befreiung erlangen, ich möchte gern Klarheit haben, ich möchte gern Dinge erledigt haben. Wie? Überlass das anderen Instanzen. Ja? Weil wir sind nicht allwissend, wir sind Mensch. Und bleib doch bitte Mensch. Und vergiss nicht, wenn ihr noch Wünsche habt oder Dinge, die erledigt werden möchten, macht das. Ihr seid endlich. Ja? Jeder macht den letzten Atemzug. Früher oder später. Ja, vielen Dank für das Danke. Herzlichen Dank.